Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Aaron. 50.000 Euro möchte ich im Jahr 2023 an der Börse investieren. Nun ist der Monat Dezember fast vorüber, aber halt auch erst fast. Und von daher müssen wir heute erstmal über den November sprechen. Davor zwei, drei Worte von mir. Ich hoffe es geht euch gut. Ihr hattet ein paar schöne und gesegnete Weihnachtsfeiertage. Mir geht es ausgesprochen gut. Danke der Nachfrage. Ich habe... Das ein oder andere neue Projekt angefangen, was einfach alles ein kleines bisschen mehr Zeit, insbesondere am Anfang, benötigt. Und daher ist gerade wenig Freiraum für ähm, ja, andere Dinge. Eine Sache möchte ich mir aber nicht nehmen lassen. Ich glaube, seit fünf, sechs, sieben Jahren ähm, bringe ich jeden Monat ein Depot-Update raus und dokumentiere die ganze Entwicklung. Und das möchte ich auch beibehalten. Das heißt, wir müssen heute erstmal noch das Depot Update zum November fertig machen. Entschuldigt bitte, das ist ein kleines bisschen spätes. Ich gelobe Besserung. Das Dezember Update wird ein kleines bisschen Eher kommen. So, jetzt gucken wir uns nämlich mal an, was der November gebracht hat. Und wir fangen natürlich mit dem kleinen 0815 Dividendenstrategie-Depot an. Hier habe ich große Überraschungen: 280 Euro investiert. 28 Euro jeweils aufgeteilt auf folgende 10 Werte: Nike, Altria, Mastercard, Johnson Johnson, Starbucks, Procter Gamble, McDonalds, Broadcom, Microsoft und die Apple Aktie. Im Depot sieht das Ganze wie folgt aus: Wir sind über 50 im Plus. Wobei ich nicht weiß, wie es Ende November aussah. Da war es, glaube ich, noch ein kleines bisschen weniger. Der November ist halt nur eskaliert wie sonst was. In diesem Depot insbesondere liegt es an einem Wert, dem neuen Spitzenreiter, den wir hier haben. Ist wirklich, ist verrückt, ist verrückt, was dieses Jahr passiert ist hier. Broadcom liegt einfach 153% im Plus. Bereits die Aktie ist, oh, das ähm, würde ich eingeloggt bleiben. Ähm, die Aktie ist ähm, unfassbar gelaufen in diesem Jahr. Aktuell kostet es über 1000 Euro. Verrückt, was in diesem Jahr passiert ist. Hat damit Apple als Spitzenreiter abgelöst. Apple ist nämlich nur bei 152,93%. In Summe ist die Apple-Aktie aber etwas höher gewichtet mit fast 5.500 Euro. Liegt einfach daran, dass ich Apple seit 2017 bespare und Broadcom erst seit 2020. Rote Laterne, brauchen wir nicht drüber reden, geht natürlich an die Altria. Mach mal weiter. Wie sieht's in den anderen Depots aus? Mach mal als erstes mal weiter. Natürlich mit der Sparplanoffensive. Hier habe ich einfach, man könnte sagen, klassisches core satellite portfolio Das heißt, 80/20. 80, -20, 80 fließen in weltweite ETFs und 20 in vier ausgewählte Satelliten von mir. Die vier ausgewählten Satelliten, da investiere ich jeweils 25 Euro rein. Das ist einmal Danaha, Louis Vuitton, ähm, SOLVMH. Ähm, Mastercard und Apple, jeweils halt 25 Euro und die, der ja weltweite, ähm, oder der Core-Bereich teilt sich auf in einmal den Developed World ETF aus dem Hause Vanguard und einmal in die Emerging Markets ebenfalls aus dem Hause Vanguard und das ist halt aufgeteilt ähm, im Verhältnis 70-30 ganz klassisch und das heißt 280 Euro fließen in den Developed World und 120 Euro fließen in den Emerging Markets das sind jetzt auch mache ich seit ähm, ich glaube Februar 21 das sind inzwischen auch schon ein bisschen was bei rumgekommen hier ähm, das heißt wir reden hier über ein bisschen was über 10.000 Euro was ich in diesen Zeit in den Developed World investiert habe. Aber ja, alles in allem sind es 500 Euro gewesen, 400 in den Chor und 100 in die Satelliten. Im großen Depot ist ähm, ein kleines bisschen mehr passiert, ein kleines bisschen mehr passiert, weil wir ist ja Jahresende und ich muss ja irgendwie auf die 50.000 Euro kommen. Deswegen musste ich natürlich ein kleines bisschen mehr machen. Wir gehen hier mal durch. Was habe ich gemacht? Also wir haben ähm, folgende Käufe. Ich habe Aktien gekauft hier für 150 Euro von Rio Tinto. Dann habe ich 205, 275 Euro in Northrop Grumman investiert, 150 Euro in L3 Harris, 165 in Denner, 100 in Canadian National Railway, 180 in ASML, 100 in JP Morgan und 100 in den iShares S&P 600 Small Cap ETF. Und dazu kam dann noch ein Kauf. Ähm, es gibt ähm, ja, ich habe leider aktuell nicht so viel Zeit, mich sehr intensiv damit zu beschäftigen. Das heißt, wenn man nicht so viel Zeit hat, aber trotzdem natürlich am der Entwicklung des Aktienmarkts partizipieren möchte, was sollte man dann kaufen? Große Überraschung, was habe ich gekauft? Ich habe für 7000 Euro den FTSE Developed World ETF aus dem Hause Vanguard gekauft. Und zwar habe ich gekauft ähm, 87 Stück zu für 80,26 Euro pro Aktie. Das heißt, ich habe meine ganzen Sparpläne ergeben 2000 Euro plus 7004 Euro, ähm, die ich hier investiert habe. Das heißt, ihr kommen in Summe auf 9004 Euro und 98 Cent, was ich in diesem Monat oder im vergangenen Monat, im Monat November investiert habe. Bei den Dividenden sieht das Ganze wie folgt aus. Hier haben wir, gucken, dass ihr hier drüben, dass ihr es gut sehen könnt. Ähm, so, das heißt, ich habe in dem großen Depot 436 Euro Dividende kassiert, ist minimal über, was wir mir Inflationsrate? 3%? Okay, nee, und ich habe. Ein bisschen ein paar Prozent, mehr als drei Prozent ist die Steigerung. Aber wenn wir uns die Werte angucken, dann sind, das, sind halt keine neuen Werte dazugekommen. Das heißt, ausgeschüttet haben App ASML ähm, ASML, British American Tobacco, LTC, Mastercard, ähm, Proctor, Gamble Realty Income, Starbucks, Texas Instruments. Und die Werte haben alle ja Jahr davor auch schon ausgeschüttet. Das heißt, das sind dass die Steigerung geht insbesondere okay, auf den ein oder, oder anderen Aktienkauf zurück, aber primär um die Dividendensteigerungen und die haben die Inflation ganz gut ausgeglichen und liegen halt ein paar Prozent oberhalb der Inflation, ähm, so wie es sein soll, ohne dass ich hier größere Zukäufe ähm, getätigt habe in dem Bereich. Das heißt, der einzige größere Zukauf ist, glaube ich, bei Realty Income. Gewesen. Ansonsten sind, glaube ich, alles normale Dividendenerhöhungen gewesen, die halt den, das Plus von 27, 27 Euro ausgemacht haben. Im Depot, in dem 0815 Dividendenstrategie Depot, hier habe ich folgende Dividenden kassiert. Ähm, 38,16 Euro, da gab es Dividende von Apple, ATT, Mastercard, Proctor, Gamble und Starbucks. Ähm, ja, ist auch im Jahresvergleich ein Anstieg um ein bisschen was über 10%. Okay, das sind aber auch einige Aktienkäufe hier dazugekommen. Ähm, ja, passt. Was hier eine Besonderheit ist, die wir jetzt, glaube ich, erreicht haben, wenn mich nicht alles täuscht, ähm, wir sollten jetzt immer die Dividende, die hier noch kommt, wir müssten jetzt immer über 120 Euro, Divid äh, 120 Euro pro Quartal bekommen ähm, im Schnitt. Das heißt, ein bisschen was über 40 Euro müssten es im Schnitt pro Monat sein. Ähm, damit ähm, 40 Euro bedeutet pro Monat im Schnitt pro Monat. Das heißt, ich kann jetzt den Sparplan mal wieder anpassen, weil ich investiere hier 280 Euro plus 30 Euro, was ich an Dividende bekomme. Dadurch kommt 280 Euro. Das heißt, die wird einfach reinvestiert die Dividende und das ist jetzt am ähm sollte ich jetzt auf 290 anpassen können? Das heißt, ich müsste ab, wenn die nächste Sparplanausführung ist, kann ich dann schon 290 Euro, also jeweils 29 Euro pro Aktie investieren. Das ist schon verrückt, wie das immer schneller wird, als dass es immer weiter nach oben geht. Aber genauso soll der Zinseszinseffekt natürlich auch funktionieren, wenn man sich das anguckt. Und der Dezember ist hier noch nicht drinnen. Also, Dividenden sind natürlich schon eine Menge gekommen, aber ist noch nicht eingetragen. Aber ja, da gibt es hier sicherlich bald dann im nächsten Jahr wieder eine Anpassung. Bei dem alten Sparplanoffensive Depot da ist auch, es guckt meistens auch. Das ist so schön. Ich habe da nur 2020 investiert und dann habe ich aufgehört, hier zu investieren. Und was ist da? 2020 habe ich noch 11,7 Euro Dividende bekommen. Ähm, und inzwischen sind wir bei 15,8 Euro. Insbesondere in den letzten zwei Jahren. Was ist da passiert? Dass einfach nur halt die Dividende, die ähm, ja, oberhalb der Inflation gestiegen ist. Weil, doch, ich glaube, müsste vielleicht minimal oberhalb der Inflation. Ich habe nichts investiert. Läuft einfach weiter, gab es wieder 15 Euro. Das ist doch, ist doch der Traum. Und in diesem Depot, in dem Sparplan-Offensive-Depot, sieht das so aus, dass es sage und schreibe 2,21 Euro Dividende gegeben hat ähm, von Apple und von Mastercard. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich das hier, konntet ihr das sehen hier? Okay, hier oben, ja. Solltet ihr sehen können, so hat sich das Ganze entwickelt und hier nochmal die Zahlen. Ja, solltet ihr gut sehen können. Okay, ähm, so viel dazu. Die Performance war ähm, ausgesprochen gut im Monat November. Alles in allem, muss ich sagen, ist dieses Depot, das ist ja das große Depot, wo was quasi, also gut, die, das kleinere Depot hat inzwischen auch einen, einen signifikanten Anteil. Ähm, das hat, das läuft dieses Jahr etwas schlechter als der MSCI World. Im Jahr davor lief es ein kleines bisschen besser. Das heißt, wenn ich es auf zwei Jahre betrachtet anschaue, dann läuft es, glaube ich, ziemlich genau wie der MSCI World. Letztes Jahr, 2022, lief ein bisschen besser ähm, als der MSCI World. Dieses Jahr läuft es ein bisschen schlechter. Das heißt, das Depot liegt auf zwei Jahre Sicht wieder etwas oberhalb eines All-Country-World-Indexes, ähm, wo quasi die Schwellenländer einfach mit drin sind. Aber ohne Frage, der S&P 500 hier oben performt deutlich besser. In dem kleinen Depot ist es was anderes. Also in dem kleinen, in dem 0815 dividenden Depot. Hier sieht es einfach so aus, dass das und dass der ähm, ja, mit dem S&P 500 mitläuft, ähm, mit dem thesaurierenden S&P 500 ETF ähm, und eine deutliche Überperformance zum MSCI World hat. Aber klar, äh, Microsoft, Amazon und Broadcom. Wenn halt drei der Werte so eskalieren, dann ähm, ist das halt die logische Konsequenz. So, also alles in allem bis jetzt in diesem Jahr Depot etwas schwächer als der MSCI World auf zwei Jahre Sicht. In etwa ähnlich, auf zwei Jahre Sicht, aber glaube ich ein kleines bisschen vor dem MSCI All Country World Index, liegt primär daran, dass es ähm, die Emerging Markets einfach unfassbar schlecht laufen. Gefühlt seit. Äh, zumindest seitdem ich investiere, also seit sechs, sieben Jahren oder so, laufen die Emerging Markets einfach katastrophal. Okay. Kommen wir zur Zusammenfassung des ganzen Spaßes. Wir haben hier den November jetzt. Also bei der comdirect stichtag 30. November waren 30.078 Euro. Dann bei den ganzen anderen Depots zusammen sind 451.000 Euro. ergibt gibt ein Gesamt, ähm, Gesamtvermögen von 481.000 Euro. 909 Kursgewinne gab es im Monat November in Höhe von 21.806 Euro. Investiert habe ich genau die 9.004,98 Euro. Heißt, ich habe es jetzt in diesem Jahr investiert 39.800 19 Euro, fehlen quasi 10.181 Euro noch, bis ich das Ganze äh, voll habe. Das heißt, ich bin ja aktuell 6.000 Euro hinten dran. Was die Dividenden angeht, sehen, gehen wir hier nach drüben, habe ich, ja, gibt es halt ein kleines Plus. Also ein kleines Plus ist sind ja trotzdem ist ja eine Menge, aber prozentual betrachtet, insbesondere im Vergleich zu den Jahren davor oder zu den Monaten davor, ähm, wird es halt immer weniger. Das prozentuale Plus, einfach weil ich natürlich deutlich weniger investiert habe. Und vor allem prozentual habe ich in den letzten Jahren immer vom Gesamtvermögen her sehr, sehr viel mehr investiert als in diesem Jahr. Und deswegen ist halt das Wachstum so eine Sache. Aber, okay, wir sind von 459,15 Euro und 15 sind auf 491. Warte mal, wir gucken mal, was ist das? 1 durch das da mal das da ist ein Wachstum von, ähm, von 7,15 Prozent. Und die Inflation, die, glaube ich, bei 3% oder so. Das heißt, 4% oberhalb der Inflation, das ist soweit schon ganz ähm, vernünftig. Und ja, hier wird mir sicherlich auch nochmal 1500, 1600 Euro jetzt im Dezember kommen. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist schon relativ hoch, dass ich hier Richtung 11.000 Euro Dividende im Gesamtjahr komme. Was natürlich schon eine Hausnummer ist. Kommen wir zum Vermö zur Vermögensentwicklung hier unten. Da sehen wir, es gab im November den heftigen Sprung, weil einfach das Depot um 20.000 Euro gesprungen ist. Ähm, ich glaube, bin mir ziemlich sicher, dass es bei den meisten von euch so aussah, der November war. Zumindest wer relativ breit in so Value-Titel investiert ist, der hat jetzt nicht so viel Freude das Jahr gehabt. Ähm, aber im letzten Monat gab es quasi einen ordentlichen Satz nach oben. Ganz grundsätzlich mal. Ja, ich weiß, für dieses Jahr MSCI World, S&P 500 und alle liefen sehr, sehr gut. Dennoch, wenn man die Magic 7 rausrechnet... Auf breiter Front liefen die Aktientitel nicht so gut. Jetzt im November und Dezember sieht es natürlich ein kleines bisschen anders aus, aber ansonsten ist das ganze Jahr über bei weitem nicht so gut wie das, was die großen Indizes aktuell zeigen. Es wird halt wie gefühlt in den vergangenen fünf, sechs Jahren wird, die Aktie, wird der Aktienmarkt bestimmt von Apple, Microsoft, Tesla, Google, Amazon, Meta und Nvidia jetzt. Aber so ist das Ganze halt. Kann man kann man rummeckern, ist wahrscheinlich auch irgendwie immer so. Mehr oder weniger. So, Dividendenentwicklung sehen wir hier noch. Ja, das Plus halt ist halt, ähm, ist halt ein kleines Plus, aber es ist ein Plus von 7%, liegt 4% oberhalb der Inflation. Und wir dürfen nicht vergessen, wir reden hier über fast 500 Euro oder 491 Euro einfach passives Einkommen, was ich kassiert habe und dass ich dafür gearbeitet habe. Das entspricht, nee, warte mal, das entspricht nicht mehr ganz einem Minijob. Das sind jetzt was 520 Euro oder so früher, in meinem, in meinem damals. In alten Zahlen waren es 54 Euro, ähm, ja. Vier, fast 500 Euro passives Einkommen. Wir wollen mal nicht meckern und der Dezember steht ja vor der Tür und ich bin mir ziemlich sicher, dass da die Dividenden hier oben irgendwo landen werden. Okay, soviel von mir zu den aktuellen Zahlen. Depot-Update zum November. Das Depot-Update zum Dezember wird eher kommen. Ähm, ähm, versprochen. Ich wünsche euch jetzt... Nein, noch darf ich es nicht wünschen, aber ähm, die nächsten zwei Tage, ich hoffe, geht es euch gut und ihr werdet die Zeit genießen, macht die Ziele fürs nächste Jahr fest, wie viel investiert werden soll, wie viel da an passivem Einkommen bei rumkommen soll. Langfristig, wenn man dann immer mal zurückgeht, ist schon immer schön und sehr motivierend, wenn man solche Zahlen zurückgeht, insbesondere zu Silvester, zum neuen Jahr. Schaue ich mir dann sowas auch nochmal an, wenn ich hier einfach gucke, geht mal zu 2018 zurück. Da hatte ich im gleichen Monat 18 Euro Dividende. Wie sich das über die Jahre so entwickelt hat, von 18, 19, 20, ist schon. Es ist immer wieder motivierend, irgendwie das zu sehen. Ja, 2017 habe ich angefangen, das heißt, jetzt sind jetzt ja sieben Jahre. Magic 7, na, hat, sich schon, hat sich schon ganz nett entwickelt, muss ich sagen. So. Lange Rede, kurzer Sinn. Das war's von mir. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin.